In 9 Städten der Europäischen Union gibt es bereits vergleichbare Einrichtungen. In Wien ist am Freitag eine 10. hinzugekommen. Erlebnis Europa heißt die Dauerausstellung in der Innenstadt, die den Besucherinnen und Besuchern auf 3 Etagen die Funktionsweise der EU näher bringen soll. An der Eröffnung haben unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola teilgenommen. Alexander Van der Bellen ist in seiner Rede bei der Eröffnung noch einmal auf die Wichtigkeit der Europäischen Union eingegangen. Also wir erleben Europa jeden Tag. Europa ist scheinbar ohne unser Zutun da, ohne unser Engagement. Aber so ist es eben nicht, Stichwort Brexit. Es gäbe kein Europa, es gäbe keine Europäische Union ohne uns Europäerinnen und Europäer. Also wir brauchen dieses Europa, wir brauchen die Zukunft der jungen Menschen, wir brauchen, ich meine, die Ideen der jungen Menschen für die Zukunft dieses Europa. Wir brauchen ihre Begeisterung, ihren Willen, ihren Drang, etwas zu tun für dieses Europa. Ja? Und ich meine, nicht zufällig sage ich besonders die jungen Leute, ja, weil meine Zeit läuft ab, nicht nur meine Zeit als Bundespräsident, unwiderruflich. Ich bin in der angenehmen Situation eines Politikers, dessen Wiederwahl unmöglich ist, sondern es geht um die jungen Leute. Und diese interaktive Ausstellung hier schafft es, finde ich, wird es schaffen, diesen Funken überspringen zu lassen von der persönlichen Befindlichkeit zu der Leidenschaft zu etwas Größerem. Auch die Präsidentin des EU-Parlaments freut sich darüber, dass das Besucherzentrum Erlebnis Europa nun auch in Wien Halt macht. Das Europa-Erlebnis in Wien soll daran erinnern, dass der Hauptzweck der Europäischen Union darin besteht, den Menschen zu dienen. Es soll ein Ort sein, an dem wir zuhören, erklären und verstehen können, was die Menschen von Europa wollen, denn das Verständnis Europas verändert alles. Das Verständnis Europas überzeugt uns davon, dass unsere Zukunft stärker und besser sein wird, wenn wir zusammen sind. Und je mehr wir Europa verstehen, desto mehr können wir alle davon profitieren und umso mehr können wir überzeugen. An der Eröffnung teilgenommen haben auch die beiden Vizepräsidenten des Europaparlaments, Ottmar Karas und Evelyn Regner, sowie die Europaministerin Caroline Edtstadler. Im Erdgeschoss wird auf mehreren interaktiv gestalteten Multimedia-Panels das Zusammenspiel der 3 wichtigsten EU-Institutionen erklärt, also der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rats. Wer mag, kann sich per Selfie-Automat verewigen und via Monitor auch gleich bei den Schwesterausstellungen in anderen Städten aufpoppen. Solche gibt es derzeit in Berlin, Helsinki, Kopenhagen, Ljubljana, Paris, Rom, Stockholm, Straßburg und Tallinn. Bald soll das Konzept in allen 27 Mitgliedstaaten umgesetzt sein. Währenddessen läuft in einem 360-Grad-Kino im Untergeschoss ein kurzer Film über die Union in Dauerschleife. Ein detailreich ausgetüfteltes Highlight befindet sich im 1. Stock. Hier können Besucherinnen und Besucher in die Rolle von Abgeordneten schlüpfen und ein Gesetzgebungsverfahren von Anfang bis zum Ende durchspielen. Debatten in den Fraktionen sowie Reden im Plenum gehören ebenso dazu, wie Beratungen in den Ausschüssen oder eine Abstimmung und eine Pressekonferenz am Schluss.